folks, this is Trucker Tom from Denver, Colorado. Our trucking team is mile high above the others. Ja, da ist er also, mein schöner neuer Truck für unsere Holzgeschäfte hier in Montana. Wobei, die Spiegel gefallen mir noch nicht so ganz so gut. Mal sehen, ob das so bleibt. So, und jetzt füllen wir mal erstmal ein paar Gallonen in den Tank. Und dann geht's auf zu unserer ersten, ich sag mal, richtigen Tour. Ne? Bei der letzten Tour haben wir einfach nur mal kurz ein paar Baumstämme ins Tal geladen, hätte ich beinahe gesagt, eine kurze Tour, wobei diese jetzt auch nicht länger wird. Ich hole nämlich hier in Missoula wieder die Fracht ab und dann geht es nach Thompson Falls, das ist auch in Montana hier. Das sind nur knapp 100 Meilen, geht also. Keep to the right and then turn right. Ich muss wirklich sagen, der T86 macht ja richtig Spaß, also der ist einen schönen Durchzug und schön wendig, und das ist das, was ich hier wirklich gebrauchen kann. Da muss ich Stan wirklich sagen, hat eine gute Empfehlung abgegeben. Und auch hier im Wald, ne, auch wenn man die Strecke schon kennt und schon ein paar Mal gefahren ist, so wie ich jetzt ja auch, ne, dann muss man trotzdem immer aufmerksam sein. Nach jeder Kurve kann hier eine Überraschung kommen. Also immer schön Safety First, das ist hier im Wald absolut wichtig. Verschalten sollte man sich auch nicht unbedingt. Ja, jetzt geht's los nach Thompson Falls. Baumstellen sind hier direkt auf dem Trailer geladen worden und es ist schon fast 9:30 und ich sollte möglichst hier unten sein, also aus dem Wald raus sozusagen, bevor es ganz dunkel wird. Mal gucken. So, hier muss ich schon raus. Na, und natürlich fängt es pünktlich ja wieder an zu regnen, ist auch klar. Wir haben es jetzt schon kurz nach 11:30. Naja, ich muss sagen, sobald du mit der Fracht aus dem Wald raus bist und auf dem Highway bist, ja, da ist eigentlich Holzfahren genauso wie jede andere Tour auch. Das ist ja irgendwie auch logisch. Aber die Herausforderung ist natürlich echt im Wald. Und ich habe sogar da einen Lehrgang vorab gemacht, damit ich mich da so ein bisschen noch vorbereiten konnte. So, sind nur noch ein paar Meilen bis zur Firma. Die liegt ein bisschen außerhalb von Thompson Falls. Also noch vor der Stadt eigentlich, also müsste eigentlich gleich da sein. So, und da sind wir schon bei Rustic. Hier rechts geht's rein. Und mal sehen, wo ich hier abgeladen werde. Wir haben es jetzt kurz nach 12.
Hinten rechts hat der Kollege gesagt. So, da rechts quasi durch den Zaun, da muss es irgendwo sein. Da muss ich allerdings rückwärts rein, so wie das aussieht. Ja, da muss ich rückwärts rein, definitiv. Angekommen. So, bin abgeladen. Was für ein Sauwetter hier. Und dann auch noch verdammt dunkel hier. Ist schon echt spannend. Ich hatte schon befürchtet, dass gar keiner hier vor Ort wäre. Und das wäre dann hier echt eine ungemütliche Nacht geworden, wenn ich jetzt hier übernachten hätte übernachten müssen. Aber jetzt kann ich in aller Ruhe zum Truckstop fahren. Das sind so rund 30 Meilen bis dahin. Und da schätze ich mal, dass ich so gegen, sagen wir mal so 1:30 oder so ankomme. Und dann kann ich mir aufs Ohr hauen. Ja, unser neuer Fahrer Ken, der ist auch schon unterwegs. Macht auf mich einen sehr guten Eindruck, muss ich sagen. Und der Plan ist ja tatsächlich, eben die Verantwortung auch in Missouri hier für die Garage zu geben. Aber bis dahin muss ich natürlich erstmal sehen, wie er sich auch so macht. Ne? Also das ist ja mal klar, man kann ja nicht sofort jemanden, den man noch gar nicht so kennt, haben, alles übergeben. Mal schauen. Und so langsam brauche ich auch in Denver noch weiteres Personal, so für die Organisation so im Hintergrund. Damit das auch mal klar ist, ja, Denver bleibt das Headquarter von Trucker Tom. Das ist also mal logisch. Ne? Schönes Wetter hier, wunderbar. Ja, ich habe auch ein paar Pläne für die Umgestaltung der Garagen, damit man von außen auch erkennen kann, dass die Firma Trucker Tom dort ist. Und ich habe mich da mit Atze ausgetauscht und er hat mir ein paar gute Tipps zur Garagengestaltung gegeben. Und wer da auch Spaß dran hat, der muss unbedingt auf dem Kanal Atze Gaming vorbeischauen. Atze hat auch Truck Stories am Start und macht eben auch gute Tutorials, zum Beispiel, wie man Garagen gestalten kann. Also Grüße gehen raus an Atze. Also Atze Gaming ist der Kanal. So, und hier ist jetzt der Rastplatz. Ja, man sieht echt kaum was, ne? War heute eine etwas kürzere Tour, aber auch das muss man sein, sag ich mal. Und bis zur nächsten Tour. Euer Trucker Tom.